wie anfällig diese Daten sind, das möchte ich nur mal an einem Beispiel jetzt klar machen. Es gibt ja eine ganz tolle Wissenschaftssendung, die auch im Internet abrufbar ist, das Terra X vom Professor Lesch. Kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Beiträge anzuschauen. Ist wirklich hervorragend gemacht. Da werden normalerweise die großen Fragen des Universums erklärt, aber jetzt in dieser Woche hat die Redaktion beschlossen, auch mal zu den kleineren und kleinsten Themen wie den Viren einen Beitrag zu machen. Und basierend auf den Daten, die bis letzte Woche vorlagen zum Coronavirus, hat die Redaktion dann mal eine Rechnung aufgemacht, ab wann der Kollaps der Kliniken in Deutschland zu erwarten wäre. Und die Rechnung, die da gemacht wurde, ist vollkommen korrekt, ist alles richtig. Und man kam dann zu dem Schluss, dass diesen Freitag, spätestens diesen Montag, die Kliniken kollabieren würden in Deutschland. Davon sind wir weit, weit entfernt und man kann ja schauen, wie das dann jetzt am Freitag wird oder am Montag, ob solche Meldungen kommen werden, dass die Kliniken kollabiert seien. Ich wage jetzt einfach mal die Vorhersage, dass es nicht der Fall sein wird. Und die Kliniken werden nicht deshalb, oder diese Vorhersage wird nicht deshalb nicht eintreffen, weil in diesem Beitrag falsch gerechnet worden ist, sondern weil die Zahlen, von denen ausgegangen wird, die Wirklichkeit leider nicht widerspiegeln.